Herzlich willkommen. Mein Name ist Ingrid Kahner und ich darf Ihnen einen kurzen Einblick in unseren E-Learning-Kurs Duftende Heilpflanzen erkennen gewähren. Wer mit ätherischen Ölen, Gewürzen oder Kräutern arbeitet und sich mit der Wirkung bzw. Anwendung gut auskennt, sollte auch wissen, wie diese aussehen. Spätestens dann, wenn man zu einer Grillfeier im Garten von Freunden oder Kunden eingeladen wird und jemand mit einem Kräutlein auf einen zukommt, sollte man auf Anhieb wissen, um welche Pflanze es sich handelt. Es kann nämlich peinlich werden, wenn man zwar die Wirkung von Heilpflanzen gut kennt und Tipps zur Anwendung gibt, aber die wichtigsten und gängigsten Gewürze und duftenden Heilpflanzen nicht bestimmen kann oder wenn man auf seinen Foldern, Präsentationsfolien bei Vorträgen oder auf der eigenen Homepage ein Bild verwendet, das nicht zum jeweiligen Pflanzennamen passt. Dieser Kurs soll Ihnen helfen, mit allen Sinnen die wichtigsten und bekanntesten Kräuter und Gewürze bestimmen zu können. Natürlich ist ein Spaziergang durch einen Kräutergarten nicht durch einen E-Learning-Kurs zu ersetzen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Einprägen von Bildern bei der Bestimmung im eigenen Garten oder wenn Sie auf Urlaub sind und in einem botanischen Garten sich befinden, sehr hilfreich ist. Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Einblick geben, mit welchen Lernmethoden Sie sich das Wissen in unserem E-Learning-Kurs aneignen werden. In unserem E-Learning-Kurs Duftende Heilpflanzen erkennen, Botanik für Aromafachkräfte, finden Sie zu Beginn ein Infovideo zur Einleitung und Vorgehensweise. In diesem Video erhalten Sie eben nützliche Informationen, wie Sie sich das Wissen in diesem Kurs bestmöglich aneignen. Außerdem stehen Ihnen Skripten in Form von E-Books zum Ausdrucken zur Verfügung. Sie finden Übungsblätter inklusive Lösungen und Sie finden 4 sehr umfassende interaktive Lernvideos mit integrierten Spielen und Lernübungen, Quizfragen zu den Grundlagen der Botanik, zu den Inhaltsstoffen und Speicherorganen, zu heimischen Duftpflanzen und zu fremden Duftpflanzen. Und das Highlight dieses Kurses ist ein 70-teiliges Studienset, bestehend aus Kräuter-, Harz- und Gewürzproben, das Sie bereits einige Werktage, nachdem Sie diesen Kurs bei uns im Shop gebucht haben, per Post zugeschickt bekommen. Mit diesem Kurs erleben Sie modernstes Aroma-Info-Edutainment. Sie können die E-Books oder Lernvideos sowohl am Computer wie auch am Tablet oder auch am Smartphone öffnen. Wissensvermittlung alleine ist uns zu wenig. Bei uns erfahren und erleben Sie, was wichtig ist. Wir reduzieren das Wissen auf das, was nötig ist, und wir vertiefen das, was Sinn macht. Mit Hilfe des 70-teiligen Studiensets erarbeiten Sie das Stoffgebiet der Botanik und der Duftpflanzenerkennung mit all Ihren Sinnen. Sie lernen und üben, die Pflanzen wahrzunehmen, zu erkennen und zu bestimmen. Das, was Sie in der Theorie erlernen, üben Sie anhand von interaktiven Lernvideos, Übungsblättern und einem abschließenden, umfassenden Wissensquiz. Auf den folgenden Seiten darf ich Sie nun einladen, einen Blick in unsere Lernvideos zu machen. Interaktive Elemente sind zwar in diesem Video technisch leider nicht möglich, aber ich denke, Sie werden trotzdem beurteilen können, ob dieser Kurs für Sie passt oder nicht. Mein Team von Aroma Info und ich würden uns sehr freuen, wenn Ihnen dieser Kurs zusagt, Sie diesen bei uns buchen und wir stehen natürlich für Fragen gerne zu Ihrer Verfügung und freuen uns, wenn Sie sich melden. In diesem Sinne, alles Liebe, Ihre Ingrid Kahner. In einer Zeit, in der die sogenannte rationale Phytotherapie auf dem Vormarsch ist und nur durch Laboranalyse, Tierversuche und Doppelblindstudien gesicherte Erkenntnisse gelten lässt, sollte man bedenken, dass es noch einen anderen, viel älteren Weg der Heilpflanzenerkenntnis gibt, der es wert ist, beleuchtet zu werden, nämlich die Signaturenlehre. Es geht um das Thema Sensibilität. In diesem Kapitel erhalten Sie grundlegende Informationen und Beispiele zur Signaturenlehre. Die Entdeckung von Pflanzen als Heilkräuter und die Entstehung der Signaturenlehre sind eng miteinander verknüpft.
Seit Anbeginn der Pflanzenheilkunde wurde aufgrund von besonderen Pflanzenmerkmalen auf eine bestimmte Heilwirkung geschlossen. Wir beginnen mit der Geschichte. Paracelsus und Goethe sind wichtige Botaniker, wenn es um das Thema Signaturenlehre geht. Dann geht es um die Wahrnehmung. Der Standort, das Wachstum, die äußere Gestalt, der Geschmack und Duft, aber auch die Wirkung haben einen Einfluss auf die Signatur. Anhand von vielen Eselsbrücken sollen Sie sich die Heilwirkung der Pflanze noch leichter merken. Versuchen wir nun anhand von Wuchsformen Koniferen zu beurteilen oder Eselsbrücken davon abzuleiten. Wir haben hier die Tanne. Die Tanne steht für die Geduld, für das langsame Wachstum, für die Schönheit, für die Eleganz, das Tannenkleid und symbolisiert das weibliche Prinzip. Der Tanne gegenüber steht die Kiefer. Die Kiefer ist sehr schnell wachsend, versucht so schnell wie möglich nach oben ans Licht zu gelangen, hat lange Nadeln, die auch den Bart vielleicht verkörpern können und stehen für das männliche Prinzip. Dieses schnelle Wachstum nach oben, dieses Aufrichtende, das sich nach oben streckende, auch verbiegende, wenn es sein muss, aber Hauptsache nach oben, verkörpert auch das Phallus-Symbol. Die Atlaszeder wiederum ist ein Baum, der sehr in die Breite wächst, wie ein Dach, unter das man sich stellen kann. Sie wurde auch häufig in der Nähe von Kirchen oder von Rastplätzen eingesetzt. Und oft steht eine Bank darunter, damit man sich mal ausruhen kann. Sie verkörpert auch das weibliche Prinzip, das zur Ruhe kommen, das sich entspannen, mal durchatmen. Ihr gegenüber steht die schmale, hohe Zypresse, die so wie die Kiefer auch die Testosteronproduktion stimulieren kann. Die Zypresse ist wie eine schmale, aufrichtende, hohe Säule und verkörpert eben, wie gesagt, auch das männliche Prinzip. Bitte schauen Sie sich die Bilder in Ruhe an und klicken Sie auf die Schaltfläche weiter, wenn Sie weitermachen möchten. Die Taxonomie ist ein Teilgebiet der Biologie, das die verwandtschaftlichen Beziehungen von Pflanzen und Tierarten, aber auch von Viren gegeneinander in einem hierarchischen System erfasst. Taxis bedeutet so viel wie Ordnung. Ein Taxon ist in der Biologie eine Gruppe von Lebewesen, die sich durch gemeinsame Merkmale beschreiben und von anderen Gruppen unterscheiden lässt. Die Aufstellung von Taxa ist die Grundlage für die Taxonomie der wissenschaftlichen Gliederung der Organismen nach international festgelegten Nomenklaturregeln, der sogenannten biologischen Nomenklatur. In diesem Kapitel erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Zuordnungen und zur Namensgebung. Es gibt verschiedene Stufen, wie eine Pflanze eingeordnet wird. Für Aromafachkräfte und für Kräuterexperten sind vor allem die Pflanzenfamilie, der Gattungsname und der Artenname von besonderer Bedeutung. Interessant ist natürlich auch der Botaniker, der manchmal noch im Namen vorkommt. Eine weitere Möglichkeit bei der Namensgebung ist, dass man sich am Gebrauch orientiert. Officinalis, wie zum Beispiel Melissa officinalis, wäre die in der Apotheke, in der Heilkunde gebräuchliche Melisse. Also Officinalis heißt immer die in der Heilkunde gebräuchliche oder der in der Heilkunde gebräuchliche. Citrus medica wäre beispielsweise die Zitrone, die für medizinische Zwecke verwendet wird. Lavandula vera. Vera bedeutet so viel wie der Wahre, der Echte. Man kann sich natürlich auch am Duft oder am Geschmack orientieren, insbesondere dann, wenn dieser besonders markant ist. Menta citrata, die zitronige Minze. Oder Eucalyptus citriodora, der zitronenduftende Eucalyptus. Odorata, Aromatica oder Fragranz, das bedeutet auch so viel wie duftend. Cananga odorata, Ilang Ilang zum Beispiel. Pelargonium graveolens, stark duftende Pelargonie. Menta piperita, die pfeffrig duftende Minze. Citrus deliciosa, die lecker speckende Clementine. Und das Wort Amara, zum Beispiel Citrus aurantium, Variation Amara, bedeutet bitter.
Bitterorange. Oder Phoeniculum vulgare, Variation Amara, wäre auch in dem Fall der bittere Fenchel. Manchmal ist aber auch das Herkunftsland oder die Herkunftsregion ausschlaggebend für die Vergabe des Artennamens. Beispielsweise Rosa damascena, die aus Damaskus stammende Rose, Cedrus atlantica, die vom Atlasgebirge stammende Zeder, Helichrysum italicum, das Immortellenöl aus Italien, Citrus sinensis, die aus China stammende Orange, Iris florentina aus Florenz, Citrus bergamia aus Bergamo stammende Zitrusfrucht, Virginia, das wäre Juniperus virginiana, wäre die Virginia-Zeder, Cinnamomum ceylanicum, der aus Sri Lanka stammende Zimt, dann haben wir Saturea montana, das Bergbohnenkraut, Hortensie, Sie kennen Hortensien, das bedeutet so viel wie im Garten wachsend, oder Silvestris, Pinus silvestris, die Kiefer, die im Wald wächst, also die Waldföhre, oder Menta arvensis, die Ackerminze. Es ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass manche Pflanzen ihren Duft sehr leicht hergeben, wenn man einfach nur mit der Hand darüber fächert, und andere wiederum muss man brechen, anknabbern oder anschneiden, damit man an den Duft herankommt. Das liegt an den unterschiedlichen Speicherorganen der Pflanze. Pflanzen bilden und speichern ihre Duftstoffe in unterschiedlichen Organen. Diese wiederum befinden sich in unterschiedlichen Pflanzenteilen. In diesem Kurs lernen Sie, welche Speicherorgane für ätherische Öle es gibt. Diese Information ist vor allem für all jene interessant, die hobbymäßig oder gewerblich destillieren. Je nach Pflanzenteil ist es notwendig, die Pflanze vorher zusammenzuschneiden, zu häckseln oder möglichst wenig zu berühren. Informationen dazu erhalten Sie nun auf den folgenden Seiten. Auf diesem Bild sehen Sie eine Duftdrüse von einer Melisse, die von meiner Mitarbeiterin mikroskopiert und fotografiert wurde. In diesem Kurs erhalten Sie noch vertiefende Informationen zu anderen Speicherorganen der Pflanze und erfahren, welche Inhaltsstoffe außer ätherische Öle eine Pflanze sonst noch produziert. In diesem Kapitel Myrtengewächse erhalten Sie nützliche Informationen zur Verbreitung der Myrtengewächse, zum Pflanzenteil, aus denen die Düfte gewonnen werden, wie der typische Vertreter mit passenden Eselsbrücken. Myrtengewächsen begegnen wir, wenn wir in den Süden auf Urlaub fahren. Im gesamten Mittelmeerraum sind sie verbreitet, aber ansonsten vor allem in der südlichen Hemisphäre. In Australien gibt es ganz viele verschiedene Myrtengewächsarten. Die Pflanzen dieser Familie streben nach Wärme und Sonne. Daher wachsen sie eben nur in wärmeren, frostfreien Gebieten der Erde. Die ätherischen Öle werden vor allem aus den Blättern und Zweigen dieser Pflanzen gewonnen. Es handelt sich um Holzpflanzen, Bäume und Sträucher mit immergrünen, ledrigen Blättern. Die Staubblätter stehen frei oder in Bündeln. Die ätherischen Öle, also die Düfte, werden hauptsächlich mit Hilfe der Destillation aus diesen Pflanzen gewonnen. Eselsbrücken sollen Ihnen wieder das Lernen erleichtern. Auf diesem Bild sehen Sie nochmal ganz deutlich das typische Erkennungsmerkmal der Myrtengewächsblüten, nämlich die ganz vielen Staubgefäße, die eben freistehen oder in Bündeln zusammengefasst sind. Der botanische Name der Myrtengewächse lautet Myrtaceae. Als Eselsbrücke habe ich mir überlegt, diese Staubgefäße vielleicht zu vergleichen mit einem Besen. Die Namensgeberin dieser Pflanzenfamilie ist die Myrte, Myrtus communis. Sie wird auch Brautmyrte oder grüne Myrte genannt. Die Myrte ist die einzige, auch im Mittelmeerraum heimische Art dieser Familie und verströmt bei Sonneneinstrahlung einen wirklich frischen Duft. Je nach Standort
Klima- und Bodenbedingungen produziert die Myrte unterschiedliche Inhaltsstoffe, die am Etikett des ätherischen Ölfläschchens mit dem Hauptinhaltsstoff, mit dem Chemotypen, angeführt sind. Da diese Öle zwar von der gleichen Pflanze stammen, aber unterschiedliche Inhaltsstoffzusammensetzungen und somit andere Wirkungen haben, sollte dies bei aromapraktischen Anwendungen auf jeden Fall beachtet werden. Die Myrte Anden wird auch Chemotyp Pinen genannt, ist auch als Gummibärchenmyrte bekannt. Die Myrte aus Marokko besteht zu einem großen Anteil an Myrthenylacetat. Das ist ein sehr, sehr krampflösender Ester und wirkt extrem entspannend und auch sehr, sehr hautpflegend. Ist auch ein ganz wichtiges Öl bei der Behandlung von Ekzemen, vor allem Kontaktekzemen. Dann gibt es noch die Myrte Chemotyp Cineol. Das ist jene Myrte, die aus der Türkei stammt. Interessant ist auch, dass das Myrtenöl vom Chemotypen Myrthenylacetat an der bräunlichen Färbung erkennbar ist und die türkische Myrte, also die Myrte Chemotyp Cineol, die nach Eukalyptus duftet, grünlich ist. Auf diesem Bild sehen Sie nun eine Gewürznelkenknospe. Sie kennen Gewürznelken vom Apfelkompott oder vor Weihnachten, wenn man die Gewürznelken in die Orangenschalen steckt für den angenehmen Duft. Sie kennen sie vielleicht aber auch als traditionelles Mittel bei Zahnschmerzen, dass man draufbeißen soll. Hier sehen Sie eine frische Gewürznelkenknospe, die noch nicht aufgeblüht ist. Man sieht hier, dass sie wie ein braunes Käppchen aufhat. Und solange dieses Käppchen noch drauf ist, ist es eine Gewürznelkenknospe. In dem Moment, wo das Häubchen heruntergefallen ist, entfalten sich die Staubgefäße, wie ein Besen kann man sagen, und steht sie in der Blüte. Zu diesem Zeitpunkt wird sie nicht mehr geerntet. Geerntet wird sie, solange dieses Käppchen noch drauf ist. Man könnte auch sagen das Rotkäppchen oder in dem Fall das Braunkäppchen. Diese Blütenknospen, die eben noch nicht aufgeblüht sind, so wie links. Es ist zwar eh schon an der Kippe links, aber diese Blütenknospen, diese werden dann getrocknet und fermentiert, also einem Gärungsprozess ausgesetzt. Wenn man die Gewürznelkenknospen aufblühen lässt und nicht erntet, dann sieht die Frucht so aus. Von der Größe her sind sie vergleichbar mit Hagebutten.